Ich bin schon sehr gespannt. Wir haben aus Kreuzlingen Matze B., Matthias Brenner, eingeladen, den ich jetzt recht herzlich auf die Bühne bitten möchte. Okay. Also erstmal Entschuldigung, dass ich hier der Einzige bin, der nicht mit so einem schicken Headset redet. Das hat aber einen einfachen Grund, da in meinen Texten die Dynamik meistens ein bisschen ausschlägt. Muss ich die Chance haben, von meiner eigenen Stimme wegzugehen. Ich habe mir gedacht, so, obwohl der Tag jetzt schon ein bisschen länger ist, machen wir am Anfang ein kleines Kennenlernspiel. Ich habe das mal im Management-Seminar gelernt. Ist total easy. Ich zähle bis drei und dann sagt jeder seinen Namen, okay? Also 1, 2, 3, Matze. Super, also jetzt kennen wir uns. Dann können wir anfangen. Ja, ich bin kein Unternehmer, zumindest kein erfolgreicher. Ich bin auch kein Visionär im eigentlichen Sinne. Ich habe keine große Idee, mit der man die Welt wirklich besser machen kann. Und wenn man jetzt hier bei TED ist, dann stellen sich automatisch zwei Fragen. Warum der? Und was zum Teufel ist Poetry Slam? Und ich werde versuchen, die zweite Frage kurz zu beantworten oder möglichst so zu beantworten, dass die erste Frage vielleicht vergessen ist. Poetry Slam ist ein moderner Dichterwettstreit, wurde erfunden in den 80er Jahren in Chicago von Mark Kelly Smith, einem ehemaligen Bauarbeiter oder Bauzeichner. Und ihn hat es einfach gestört, dass Poesie, Gedichte, Texte, gesprochene Literatur eigentlich nur bei so Wasserglaslesungen stattfindet. Also ein Tisch, ein etwas älterer Herr und ein Wasserglas und dann wird, ich lese aus meinem Zyklus Blau, das fünfte Gedicht Kobalt. Ja, und aus dieser Situation wollte er rauskommen und hat gesagt, wir brauchen Slam Poetry. Slam, Begriff aus dem Sport, einfach es soll knallen, es soll schlagen, es soll fetzen und wir nehmen es weg von diesem Elfenbeinturm-Gehabe und diesem, ich bin intellektuell. Und wir machen das in Clubs, in besetzten Häusern, auf der Straße, egal wo, irgendwo, wo die Post abgeht. Und das war die Idee. Und was ganz zentral ist beim Poetry Slam, es gibt keine Fachjury. Es ist also nicht wie bei X-Faktor oder DSDS, dass man irgendwie Experten hat, die dann sagen, nee, das gefällt mir jetzt echt nicht so gut, ja, du hast die Jampen in der dritten Zeile einfach nicht richtig gebracht, ja, sondern das Publikum, also die Leute, die zuhören, sind die Jury. Die aus dem Publikum wird also wahllos eine Jury bestimmt und die kriegen dann Notentafeln, ganz ähnlich wie beim Eiskunstlaufen. Und eine 10 steht für ein Gedicht, das den spontanen kollektiven Orgasmus im Saal auslöst und eine 0 für ein Gedicht, das nie hätte geschrieben werden sein sollen. Futur 2 Konjunktiv. Okay, daraus ist dann der Slam entstanden und es gibt auch nur einen symbolischen Preis. Es gibt also wirklich nichts zu gewinnen, außer eine Flasche Rum und Ehre und oder Whisky und Würden, wie es eigentlich viel häufiger ist. Man kriegt einfach eine Flasche Whisky und das ist es dann schon. Es gibt 3 Regeln beim Poetry Slam. Die sind auch ganz einfach. Die erste Regel ist, muss ein eigen, selbst verfasster Text sein. Das Genre ist total frei. Das finde ich auch eine schöne Sache am Slam. Man ist nicht gebunden an irgendeine Textform. Man kann vortragen, was man möchte, wenn es von einem selbst stammt. Ja? Also ich darf keine anderen Dichter wie Schiller oder Schwitters oder Tupac Shakur benutzen. Es muss von mir sein. Die zweite Regel ist No Props. Ich denke, da halte ich mich heute auch dran. Also keine Requisiten, keine Kostüme, keine Masken, keine Instrumente, keine Tiere oder Verwandten auf der Bühne. Es soll wirklich nur der Dichter, sein Text, das Textblatt und das Mikrofon im Endeffekt da sein. Und die dritte Regel, und da kommen wir eigentlich ganz nah bei TED an, ist, es gibt ein Zeitlimit. Also die Texte sind beschränkt auf normalerweise irgendwo zwischen 5 und 10 Minuten. Ja, 5 Minuten, das rechnen Sie schon. Das heißt, ich kann jetzt 3 Texte machen. Also ich bin eigentlich fast schon überfordert. Gut, das war's zum Slam. Das ist Slam. Wichtig daran ist eigentlich wirklich
oder was für mich persönlich das Wichtige war, das Aha-Erlebnis, ist die direkte Kommunikation mit dem Publikum. Also ich kriege wirklich einen Instant Reply. Und manchmal ist der auch nicht wirklich nett auf der Bühne. Gerade hier in Konstanz, wo ich angefangen habe zu slammen, ist das Publikum wirklich sehr bekannt dafür, dass es sehr ehrlich ist. Das heißt, wenn jemand langweilt, dann fangen die an zu schnipsen. Und das kann tierisch nerven. Oder schreien irgendwas dazwischen, ja, Buhrufe und so weiter. Also es gibt wirklich alles an positiven und an negativen Reaktionen. Der Vorteil für mich als Dichter ist wirklich, ich habe ein direktes Feedback. Wie kommt es an? Was kann ich verändern? Wie kann ich an dem Text noch arbeiten? So, das mal so als einleitende Worte. Was ist Poetry Slam? Vielleicht das E von TED, Entertainment. Da passe ich vielleicht so ein bisschen rein. Und dann möchte ich noch ganz kurz mit dem ersten Text anfangen. Das ist ein ganz kurzer Text. Beschäftigt sich mit meiner Heimat, mit meinem Herkommen. Ja, geht so. Neu Benett von da. Ja, wo Kirschau du, ne? Ja, ich bin der Sohn von meinem Papa. Ey, mein, ich bin dem Vater, also dem Sohn vom Ernst Brenner und Bernhard Brenner, sei Junge. Hallo? Ist groß geworden. So oder so ähnlich verlaufen Gespräche bei uns zu Hause in Nagold. Heute ist mir klar, warum ich damals mit dem Lesen angefangen habe. Nagold, o waldig Dorf mit immer satten Wiesen, wo Vöglein singen und Blumen sprießen, wo Jäger Bambi-Rehe schießen und Kasernenböller eben den Boden beben ließen. Hier will ich sterben, aber nimmer leben. Ja, kurzer Eindruck, wie das ist. Ja, danke, danke. Das war also zu meiner Heimat und zu meinem Herkommen hier in Nagold, wunderschön. Vielleicht kommt ihr mal vorbei. Gut, mein zweiter Text, den ich euch vorbereitet habe, ist vielleicht mein einziger, mein großer, mein einziger Hit. Und er beschäftigt sich mit was glaube ich viele Studenten und ich denke auch unter ihnen sind viele Leute, die viel schreiben müssen am Computer, die das Problem kennen. Und der Text heißt 10 Finger tippen Fick. Der Geist des Menschen ist zumeist gebunden nun an den Körper. Und egal wie weit und hoch uns das Genie auch peitscht und treibt auf Flatterflügelschwingen, es bleibt der Leib verhängnisvoll am Lebensboden hängen. Zu schwach, zu plump, zu ungeschickt bin ich, der Schwerkraft zu entrinnen, der Körper billig. Jedoch der Geist ist wach, so fand ich jüngst die Lösung, das Dilemma dann doch noch zu überwinden, denn ich kann jetzt 10 Finger tippen. Kann 10-mal mehr tippe die Tap-Tap-Tap-Tap-Tastatur Klimpertasten durch sanften Flink-Fingertanz klimpern lassen und das schnell. Jetzt klappt's, klappert das, kladderadatsch, zieht der Zug der Zeit vorbei auf Schreibmaschinen. Ratsch, Einzugschienen, Datsch, Komma, 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 Comedia, pickety, Punkt, Punkt, tsching. Das ist kein Problem mehr, Anschlagszahl mal 10, 10 mal 10 mal 10 mal mehr, Papier her, hier. Ich schrieb jetzt in 10 Sekunden 10 Po, E, Me und 10 epische Text, Episoden, wenn nur das E nicht dauernd klemmte. Kein Stress mit Zeit zum Schreiben zur Zeit, denn seit ich dies für mich gefunden und jetzt 10 Finger tippen kann, scheinen Raum und Zeit überwunden zu sein. Kann jetzt an 10 Zigaretten gleichzeitig ziehen. Denn ich kann 10 Finger kippen, schnippen.
Und mit 10 Finger kuppen, fluppen, flippen. Nur eine Frau Zunder feuern, Feuerzunder geben von wegen. Denn ich kann jetzt 10 Zippos zünden, 10 Flackerflammen zügeln. Mit 10 züngelnden Feuerzungen, 10 Feuerzangenbohlen zaubern kann 10 knisternde Streichholzhölzer knicken. Kann beim Fernsehkanäle quälen, Werbung eleganter umgehen. Denn ich kann jetzt 10 Finger zeppen. Dip, 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 Ruhe im Karton! Und wenn ich mal aufbraus, wie Netscape, dann gibt's jetzt ein Escape mehr, denn ich kann jetzt 10-fach, doppelt, doppelt klicken, 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 klicken. Ich kann jetzt 9 Chicken McNuggets dippen. Und 10 strippenden Chippendale-Schnittchen helfen zur Hand gehen kann. 10 wunderbaren Wonderbras tragenden Wunderdamen die BHs von den Nippeln zippeln. Denn ich kann jetzt 10 Finger tippen. Ich kann jetzt sogar skaten. In Flipflops. Jeden Trick stehen und nebenher bequem leger mit meinen 10 Haggy 6-6 kicken. Kein Problem. Denn ich kann jetzt 10 Finger tippen. Meine Freundin findet's auch gut. Der Massage-Tippity-Tipp-Top-Typ tippt geschickt und verschickt ohne Stress in nur einer Sekunde 10 Liebes-SMS. Es gibt nichts mehr, was ich in 10 Sekunden Zeit nicht schreib, seit ich jetzt 10 Finger tippen kann, mit 10 Fingern schnippen kann und gleich 10 Wünsche in Erfüllung gehen. Bitteschön, ist das sonst so trüge Dasein? Selbst hier bei TEDx Bodensee richtig schön. Danke sehr. Ja. Danke. Ja, jetzt schließt sich der Kreis zu meinem Vorredner. Ich bin auch kein Entscheider. Es fällt mir immer sehr schwierig, Entscheidungen zu treffen, gerade wenn es um Texte geht, die man vortragen möchte. Ich habe jetzt noch 2 dabei, aber ich mache nur diesen einen. Er ist wahrscheinlich ein bisschen länger, aber er ist gereimt und das kann ich mir immer ein bisschen besser merken. Auch zu diesem Gedicht gibt es eine kleine Einleitung des Autors. Und, also es ist ein Gedicht aus meiner Selbstfindungsphase. Ich bin gerade ein bisschen so in meiner Lebens-Selbstfindungsphase, ja. Und es kommt zudem aus meiner blauen Phase. Ihr kennt das vielleicht, wenn die Tintenpatrone im Drucker alle ist, dann macht man den Text einfach blau, weil blau hat's noch. Und ich durfte es hier nochmal ausdrucken. Vielen Dank dafür. Also ein Selbstfindungstext, esoterisch angehaucht, heißt: Wer bin ich denn eigentlich? Eigentlich bin ich nicht pingelig. Ich motze, mäkel, mecker nicht, bin überhaupt nicht kleinlich, mein ich, gelegentlich, versehentlich vielleicht, doch meist bin ich der ruhigen einer. Ruhe in mir selbst, bin Baum, bin Yin, bin Yang, bin Zen. Ich bin mir meiner Sache sicher, soweit ein Kiffer sowas sagen kann. Weiß, wer ich bin und wo ich hingehöre, höre zu, allem geb ich meinen Senf nicht ab, plag mich nicht mit lächerlichen Streitigkeiten und selbst wenn dreiste Spötter Knatsch sich suchen, bin ich zumeist geneigt zu schweigen. Nicht trotzig, arrogant, nur lächelnd. Statt mich zornig, zischenzankend einzumischen, dass ich gleich gallegeifernd der Gischt der Brandung trotzig mich entgegenstell. Fließ ich gelassen lässig durch den Sog der Wellen und lass mich treiben. Versenke mich wie Mahatma Gandhi, gar gänzlich in Gedankengänge gewaltloser Erkenntnis. Bin weder erbost noch bitter, leist bloß noch passiv Widerstand, weil ich nicht bei jeder Kleinigkeit, kleinlich gleicher Tacke schrei und zur Waffe greif, wie ein zeternder Appenzeller Geißenpeter Selbstmordattentäter mit Makelbeil. Meine Güte, ich
fahr halt nicht gleich aus der eigenen Haut und mach einen auf unglaublicher Hulk. Ich dreh mir halt lieber eine Blüte zu einer Stange, die bänkte, als ob Supermans Gehänge in Flammen stände und der Ständer grün glühende Funken sprühte wie eine Kryptonit-Tüte und geh's locker an. Nur manchmal. Manchmal, da fragt man sich wirklich, wer? Ja, wer bin ich? Ja, wer bin ich denn? Ja, wer bin ich denn eigentlich, fragt man sich manchmal dann doch. Manchmal, wenn zum Beispiel der Türsteher sagt, ja, deine Schuhe sind okay, aber mit der Fresse, dem Bart, so kommst du hier einfach nicht rein. Manchmal, wenn der Sportlehrer meint, nein, Matthias, deine erste Periode zu haben, ist kein ausreichender Grund, nicht zum Sportunterricht zu erscheinen. Ja, wer bin ich denn eigentlich? Manchmal, wenn einem gesagt wird, wir können ja Freunde bleiben. Oder du bist wie ein großer Bruder für mich. Oder mit dir kann man so gut reden, weißt du? Ja, weiß ich, will man da sagen. Ja, was hast du denn für eine Beziehung mit deinem Bruder, will man da fragen. Ja, und wenn du wirklich mein Freund wärst, wüsstest du, dass es doch nur ums Ficken geht. Wer bin ich denn eigentlich? Manchmal, wenn ich sage, Schatz, ich liebe dich. Und ich meine das von ganz tief drin und ehrlich und sie antwortet, ja, ich dich auch. Dann denke ich mir, ja, heißt leck mich am Arsch, du dumme Kuh. Das letzte Mal, dass ich sowas sag, sowas Nettes. Wer bin ich denn eigentlich? Manchmal, wenn ich in Eile durch das Gedränge der City mich schlängel, wo shoppende Kunden Schnäppchen ergattern und durch Schlangen sich drängeln beim Schaufenster gucken und eigentlich ist nur so ein bisschen bewölkt. Aber alle haben so einen riesen Regenschirm dabei, mit überfiesen, miesen Stützstrebenenden, die sie mir beim Shoppen in die Schläfen ballern und damit Wegskizzen und Einkaufslisten in meine Wangen ritzen, da denke ich mir schon. Manchmal, wenn ich zum Beispiel zum Amt gehe, brav eine Nummer ziehe, anstehe und nach einem Tag, einer halben Ewigkeit, einem Vierteljahrhundert ist man dann endlich dran, und dann sagt die Beamtin, nein, Herr Brenner, wie oft muss ich Ihnen denn noch sagen, Sie bekommen von uns kein BAföG, kein Arbeitslosengeld, keine Sofortrente, keine europäischen Milchsubventionen, weder Berufsförderung noch Invalidenrente, keinen Bausparvertrag und keine Parkscheinrückerstattung. Doch, die gäbe es ja im Prinzip schon, aber das war nun mal das falsche Formular. Kommen Sie morgen nochmal, es ist schon 16:30. Da denke ich mir, wer bin ich denn eigentlich? Manchmal, jetzt wird es ein bisschen politisch, man möge es mir nachsehen. Manchmal, wenn ich Geld am Automaten holen will, in Konstanz an der Marktstätte 1 und denk mir gerade, wofür Geld so ein Palast braucht zum Wohnen. Mit 100 Quadratmetern, Ortszentral, Bahnhofsnähe, der Bus zur Uni fährt direkt vor dem Haus. Und dann, man hat unverbaubaren Blick auf den See, während die anderen frieren. Und dann stellen die Assis das Gebläse im Vorraum auf volle Pulle, sodass man automatisch gleich volle Pulle pissen muss. Und dann muss ich, bevor ich mein Geld bekomme, auch noch 24 Mal diesen Piepton hören. Geheimzahl eingeben. Bip, 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 bip. Bestätigen. Bip. Betrag eingeben. Bip. Betrag zu hoch. Leck mich, du Scheißapparat. Wer bin ich denn eigentlich? Manchmal, wenn ich beim Jugendgottesdienst der Jugendchor mit Diakon Dieter und der Lobpreisband jammt und ein Top of the Gods Halleluja Hitlist Medley Mix rockt, so ins Wasser fällt ein Stein, ganz heimlich, still und leise. Und ist er noch so klein, er zieht doch weite Kreise. Da denke ich mir, was für eine Scheiße. Und da wollen die Säcke von der Sekte wohl auch noch Kollekte. Ja, wer bin ich denn eigentlich? Manchmal, wenn ich 400 Kilometer zum Auftritt trempe, in Bayern, bei Regen. Und der Veranstalter meint, das käme ihm gerade gelegen. Super, dann hattest du ja fast keine Fahrtkosten. Nur leider kommt eine klitschnasse Freundin nicht rein und so weiter. Halt wüsste, stünden wir nicht auf der Liste, da hätten wir früher da gewesen sein müssen. Gage gibt's keine, aber hier sind gleich 3 Getränkegutscheine für Becks alkoholfrei. Da denke ich mir schon, wer bin ich denn eigentlich? Nee, eigentlich
bin ich nicht pingelig. Ich motze, mäkel, mecker nicht, bin überhaupt nicht kleinlich, meinig, gelegentlich, versehentlich, vielleicht, doch meist bin ich der ruhige einer. Na gut, die Wut kann bisweilen selbst nasses Holz zu Weißglut treiben. Meine Hobbys sind Lesen, Radfahren, Reiten und Bomben legen. Manchmal. Vielen Dank, TEDx.